Hey. Und los geht's. Unser erstes Rennen. Ja, Auto sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Einmal Lack drüber, dann geht das schon. So, ich hoffe jetzt tatsächlich, dass es entspannter weitergeht. Sei nett zu meinem Freund hier. Er fährt den Wagen noch ein. Wenn die Karre von dir ist, kann sie auch gleich geschrottet werden. Fährst du auch mit? Nein, Mann. Ich veranstalte auch Rennen für Anfänger, falls du aus der Übung bist. Ja, ja, du bist lustig. Super lustig. Überleg's dir einfach. Überall diese Protzer da, die ganze Motor laufen lassen. Ja, los, geh nach vorne. Wir sprechen uns nach dem Rennen. Viel Glück. Also ich werde hier wahrscheinlich kein Moonboard holen, dafür wird wahrscheinlich das Rennen einfach... Autsch. Ja, das sind wir nicht Abkürzungen. Aber hier kann man schon mal durchaus mal reinfahren. Ja, das sind Kollateralschäden an den anderen Fahrzeugen, ja? Also das darf man nicht vergessen. Nicht übel, aber kommt da noch mehr? So, wow. Das darf man jetzt halt hier natürlich nicht vergessen. Die anderen Fahrzeuge sind für uns natürlich nichts wert. Die sehen nur hübsch aus, aber wirklich was drauf haben, haben sie nicht. Außer der da vorne offensichtlich. Der scheint wohl ein bisschen mehr drauf zu haben. Ups. So, zack und rum. Ja, sind die nehmen ja halt immer so ein paar Teile mit, ne? Also... Da bin ich nicht so weit raus. Scheiße. Das ist wirklich so ein kleines bisschen das Ding. Da wäre, glaube ich, der Nissan echt besser, wenn man... Oder wenn ich da nicht... Gleichzeitig so ohnehin so viel drifte. Hier wäre, glaube ich, der Nissan echt die bessere Wahl gewesen. Aber ich weiß nicht, ich finde den Ford einfach viel angenehmer von der Sache her. Und würde ihn deswegen fahren. Und der vorne zieht halt einfach nur noch weg. Das ist ja. Ist ja schon beinahe unfair. So. Hier fahren wir jetzt einfach. Wow. Nehmen wir nochmal ein bisschen was mit. Ganz entspannt weiter. Ich meine, dafür, dass unsere Karre, also unsere Karre ist halt echt nicht das Beste. Und ich sag's euch so, wie es ist, wenn wir auch schwer spielen, dann erwarte ich halt auch von der KI, dass die ein bisschen, dass die nicht so leicht zu besiegen ist. So sieht ein Sieg aus. Und dann nehme ich halt auch einen zweiten Platz. Das juckt mich dann auch nicht. Nicht übel. Ich glaube, du kommst hier klar. Wenn man halt auch überhaupt den ersten Platz gewinnen kann, versteht sich. Bei dem Rennen. Das weiß ich nämlich nicht. So, 8000 haben wir eingesammelt. Ach, ein Gamer so schlecht, sind nur ein paar Sekunden dahinter geblieben. Sieht aus, als würdest du mit dem Wagen gut klarkommen. So. Pass auf. Am hier besten investierst du dein Geld jetzt in ein Nitro-Kit. Ja, ich habe leider keine mehr auf Lager. Investieren. Aber du kannst dir eins im Tuning-Shop holen. Und ich baue es dir dann ein. Boah. Die Sache mit dem Showdown ist die. Um mitzuhalten, cool. Musst du deinen Wagen aufrüsten. Und das kostet Geld. Du fährst also Rennen, gewinnst Kohle und kaufst dir Upgrades, um auch größere Rennen mit höheren Preisgeldern gewinnen zu können. Das ist zwar noch nicht alles, aber so viel zu den Basics. Zuerst kaufst du dir jetzt dieses Nitro-Kit. Okay, alles klar. Wenn du bei mir einen Wagen kaufst, ist der Service natürlich inklusive. Es ist völlig egal, wie gut du bist. Selbst der beste Fahrer braucht einen guten Mechaniker. Also dich, was? Hey, du kannst dich gerne allein mit Palm City anlegen. Mit ein bisschen Unterstützung ist es einfach nur leichter. Wenn du zum Tuning-Shop fährst, kannst du auch gleich mal beim alten Raceway vorbeischauen. Er ist jetzt stillgelegt, aber früher war da einiges los. Und manchmal, zur richtigen Zeit, ist das auch heute noch so. Er ist geschlossen? Ich dachte, diese Stadt lebt fürs Racing. Ja, aber heute findet alles auf den Straßen statt. Stadt. Das sollte es heißen. Das Auto kennen wir doch. Hallo? Kommt schon, macht auf! Ich höre euch da drin doch! Lass gut sein. Ist der hier von Lucas? Ja. Kennst du ihn? Ja, doch schon. Er ist mein Bruder. Der gehörte mal mir. Hab mein erstes Rennen darin gewonnen. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Alles klar. Weißt du vielleicht, was mit denen los ist? Oh, wegen dem Showdown gibt's in der Stadt kaum noch Teile. Sie halten sie zurück für Fahrer, von denen sie denken, dass sie es wert sind. Oh, das bin ich nicht. Okay. Der Rookie ist selbstbewusst.
Dann beweis mal, dass du nicht nur rumlaberst. Da sage ich nicht nein. Gib mir dein Handy. Ich bin Anna. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich hier einen Namen zu machen. Was? Das ist alles? Ich rufe ein paar Leute an. Halt das Ding griffbereit. Ich melde mich bei dir. Ah ja. Ja, haben wir die Testfahrt doch abgeschlossen. So. Hey, während ich meine Kontakte anhau, kannst du schon mal zu den Keys fahren. Es gibt da eine Tankstelle. Da treffen wir uns. Oh, und ich habe dir eine App runtergeladen. Danke. Ist eine Art Polizeifunkscanner. Wir alle nutzen sie. Echt hilfreich, glaub mir. Oder bei welcher? Ah, das war Minus. Minus war das. So. Fahren wir doch mal dahin. Wir könnten jetzt, glaube ich, sogar theoretisch noch dieses Rennen hier machen. Vorher, wenn wir das wollten. Ja, komm, das Rennen machen wir nochmal vorher. Hey, Dex hier. Ich habe deine Nummer von Lucas. Oh, hi. Hör zu, falls du an deinem Können feilen willst. Ich veranstalte manchmal abseits des Showdown ein paar Trainingsrennen. Ohne Druck. Es geht nur um Spaß und ein paar Preise. Außerdem kenne ich ein paar wilde Geschichten über Lucas. Klingt gut. Sehr schön. Ich melde mich, wenn das nächste Rennen ansteht. Bis dann. So, und schon am Kurven. Wow. Und die Gegenverkehr nicht mitgenommen. Also erkenne die erste Ausfahrt links, ist immer wichtig. Warum stehst du da? Fährt hier auf der Straße, hör mal. So. Zack. Ja, hier lässt du sich ja auch ziemlich angenehm fahren. Moin. Na Jungs, wie geht's? Was ist jetzt hier? Parken oder was? So, ich denke mal nämlich, weil wir jetzt mit der Story weitermachen, sollten wir vielleicht einfach auch nochmal sein oder andere Rennen nebenher machen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie sich das hier geltlich verhält. Also wie gesagt, ich fahre hier auch komplett blind, beziehungsweise ich spiele es hier auch komplett blind. Ich habe mir damals mal irgendwann vor Ewigkeiten ein paar Let's Play-Folgen angeschaut. Aber es ist jetzt halt auch schon ein bisschen her. Na komm. So. Ja gut, die Karre sieht jetzt schon ein bisschen ramponierter aus, aber was will man machen? Also es ist ja. So sieht mein Auto auch immer aus, nachdem ich gefahren bin, dann bringe ich das halt schnell zum Schrauber. Ihr müsst natürlich auch genau den Schrott filmen, ne? Wunderbärchen, Wunderbärchen, ja. Mal gucken, ob wir hier jetzt noch ein bisschen, ob wir hier eine andere Chance haben. Ob wir hier tatsächlich auch den ersten abräumen können oder ob wir hier mit dem auch wieder den zweiten absnacken können. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das erste Rennen wirklich, also das allererste Rennen, was man fährt, dass man das nicht unbedingt als erster schaffen kann, aber dass es halt danach dann ganz gut losgeht. Oder natürlich, dafür war das Auto einfach nicht ausgelegt, wie ich schon gesagt habe, da hätte man wahrscheinlich den Nissan verwenden sollen. Weil hier gehen wir ja ordentlich nach vorne weg. Das ist ja so. Zack, hier kommen wir noch ziemlich easy wow um die Kurve rum. Ah, fuck. Na, das war. Ach scheiße, das ist jetzt Müll gewesen. Ja, wenn wir das jetzt nicht als erster schaffen, dann war es definitiv meine Schuld. Ich versuche den ersten nach vorne noch einzuholen. Das sollte ja möglich sein. So. Ich habe auch das Nitro-Kit nicht. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich durch das Fahrkönnen ein bisschen. So. Ja, aber den krieg ich den noch. So, no. So, zack. Nee, scheiße. Ach, weil ich da einmal tatsächlich verkackt habe. Okay. Aber das ist finde ich tatsächlich ganz angenehm. Denn die KI soll mir ja auch keine leichte Zeit geben. Also das will ich ja nicht. Ich will ja nicht, dass die KI da irgendwie. Wow, wo ist der denn gerade lang gefahren? Ich will nicht, dass die KI
hier dann total easy das Ganze macht, sondern wenn, dann will ich auch mal ein bisschen aufs Stressbrett kriegen. Ja, dann habe ich nochmal 8100 abgesnackt. Judy. Habe ich kein Problem mit. Ist halt nicht ganz optimal gelaufen, aber... Nein, das war der falsche Knopf. Ist nicht ganz optimal gelaufen, aber was will ich erwarten? So, und jetzt fahren wir halt zu ihr einmal rüber. Ich lerne ja noch das Spiel kennen. Ich lerne ja noch, wie Need for Speed funktioniert. So. Und vielleicht können wir diese ganzen Rennen ja mal irgendwann nochmal fahren, wenn wir eine richtige Karre haben, so mit, keine Ahnung, 300 oder so. Fahren wir die einfach nochmal, dann zeigen wir denen, wer der Boss ist. Fahren wir nochmal wieder zurück und dann sagen wir so, moin. Wenn du nicht schnell fahren willst, dann fahr rechts runter. Ja, jetzt wird das ja noch missbestellt, oder? Ja. So sieht's aus. Führerschein noch Wisch bestellt. Junge, du kannst mich doch nicht einfach so ablenken, kann man bei der Fahrt. Geht doch nicht. Aber stimmt mir auch zu. Wenn der eine sagt, da, der Kastenwagen hätte auch mal rechts fahren sollen, ne? Wenn er schon so lahmarschig in der Stadt fährt. Mann. Und Hallöchen, beziehungsweise Welcome. Passt schon. So, ach, mein Wagen toppt auf 220 aus, but... Wo muss ich denn lang? Wow. Moin, haben wir einen sauberen Nachbarn mitgenommen. Mach ich auch sonst immer. So. Machen wir mal hier rum. Ja, ach, dieser scheiß Krankenwagen. Die Ablenkung ist bestimmt nicht die richtige. Irgendwie schon, ja, hast du recht. So. Moin. Na, ich muss mal ganz kurz so danke. Ich muss mal danken. Mensch, hätte man nicht besser regeln können. Ja, jetzt geht's in die Nacht. Offensichtlich. Es ist dunkel. Aber Max, dunkel, ich kann im Dunkel gar nicht fahren. Wartest du schon lang? Nicht wirklich. Cool, dann mal los. Wo fahren wir hin? Cool, dann mal los. Am Strand findet ein Rennen statt, für die ganzen neuen Gesichter in der Stadt. Da kannst du zeigen, was du drauf hast. Kann ich das? So, dann fahr mal mit deinem geilen Nissan hier. Bieg hier links ab. Mama. Ist es eine Chance, mir einen Namen zu machen? Ja, ohne kommst du hier nämlich nicht weit. Du willst die Showdown-Kohle in bessere Teile stecken oder zu mehr Rennen eingeladen werden? Dann müssen dich die Leute kennenlernen. Ah, jetzt hält sie da auch noch. Ich dachte mal, ich kann mal ein bisschen Abstand aufbauen hier gerade. So. Dann ziehen wir wieder einfach mal hier. Boah, jetzt fühle ich mich geil in deinem Scheißwagen, Alter. Ich mecker mich gleich an. Steckt unter irgendeiner Motorhaube. Er hat einfach keinen Mumm mehr. Ach, da ist er mal. Was soll der Scheiß, Rivera? Glaubst du, ich krieg's nicht mit, wenn hier ein Rennen steigt? Ich hab's gehofft, Kenny. Tja, Pech gehabt. Diese Anfänger kriegen von mir gleich mal einen Vorgeschmack auf die Speed Boys. Denkst du nicht, es nervt, wenn Typen wie du uneingeladen bei Rennen auftauchen? Wer auf diesen Straßen fährt, ist Freiwild. Hast du gehört, Greenhorn? Redet der mit mir? Und wie ich mit dir rede? Ich bin hier die Numero Uno. Vergiss das ja nicht. Ist vielleicht gar nichts. Hat er echt Numero Uno gesagt? Hat er. Also tu mir den Gefallen und besieg ihn, ja? Ja, nicht so als das. Muss ich hier rechts abbiegen. Das sagt mir aber auch mein Navi nicht, Hammer. Aber soll ich denn wissen, wo ich abbiegen soll, wenn mein Navi das nicht sagt? Jetzt nach rechts. Wir sind fast da. Oh, beweg doch deinen fetten Arsch. Oh, Junge. Wenn die da alle kein Auto fahren, oder was? Oh, jo. Was ist da los? Alles klar. Dann zeig mal. Easy. Jetzt jieten wir die da alle weg. Wird eigentlich mit dem ersten rauskommen, Junge. Ich versuche dich während des Rennens zu filmen. Jetzt baller mal in meinem Auto ein bisschen Energy rein, dann geht das. Schieb ab, Kenny! So.
Was auch immer die da hinten für die Stick machen, als wenn ich da jetzt gleich mit dem Rückwärtsgang reingehen würde. So, Kenny ist direkt vor uns, Anna ist auch direkt vor uns. Okay, top. Aus dem Weg! Weg, beiseite, Geringverdiener! Beiseite! Tschüss, verpisst euch mal! Jungs, hört mal auf damit! Na, hat mein Wagen gar keine Leistung, oder was ist das hier für eine Scheiße, Alter? Hör zu, wenn du driften willst, versuch bei der nächsten Kurveneinfahrt voll aufs Gas zu gehen. Ach, soll ich das mal wirklich versuchen? Meinst du nicht, dass mein Gaspedal durchgedrückt ist, oder was? Komm mal, Bleifuß oder gar kein Fuß, oder wie ist das? So, tschüss. Rest mein Sternstaub hier, Einhorn fressenden Monster. Hey, du bist gar nicht mal so schlecht. Mensch. Sag bloß, wenn mein Wagen auch mal nach vorne kommt, dann fährt er auch mal. Auch wenn er nur 200 km/h drauf haben kann. 200 km/h haben oder nicht haben, ist immer so eine Devise, ne? Boah, verpiss dich doch mal, Junge. Jetzt läuft's ja, Rookie. Oh, jetzt läuft's ja, Rookie. Oh, wenn der Wagen auch mal ein bisschen mehr lenken würde. Da muss ich abbiegen. Ich muss immer so ein bisschen auf mein Navi achten. Kann ich irgendwie auf Fernsicht dann machen? Ich hätte jetzt gerade voll Bock auf Fernsicht. Sei dir nicht so sicher. Ich bin direkt hinter dir. Ja, ja. Ich war auch direkt hinter dem anderen. Erste Stufe 1. Erster Sieg. Das war nur Glück. Ich hab krasse Shots vom Rennen. Ich kann's gar ja, nicht erwarten, war nur Glück, Junge. Ja, Alter, als ob der Typ da mit seiner großen Fresse irgendwas könnte. Welche? Jeder Einzelne. Ob die gegen mich fahren würden? Wohl kaum. Dauert noch eine Weile, bis sie dir eine Chance geben. Wer sind die? Die League. Die gibt's schon seit Jahren. Wenn der Showdown frisches Blut anlockt, tauchen sie auf und suchen nach neuen Talenten. Wer zu ihnen gehört, hat Zugang zu absolut allem. Geile Wagen, Rennen, Zubehör. Du fragst dich, warum wir jede Nacht hier sind? Das ist der Grund. Es heißt, Lucas war fast drin, hat aber gekniffen. Das passt zu ihm. Alle Einheiten, was wurde im Straßenrennen gebildet? Vier Fahrzeuge waren zuletzt nahe Westzeit unterwegs. Scheiße! Wir müssen hier weg, bevor die Cops auftauchen. Ich schick dir ein paar Orte, bei denen wir erstmal untertauchen können. Ich fahr zu einem in Eden Shores und bearbeite deine Highlights. Schade. Ich hatte echt Spaß. Du kannst auch weiter Rennen fahren, wenn du willst. Will ich das? Komm, probieren wir uns einfach mal an dem Rennen. Es gibt nur eine Regel. Wenn die Cops kommen, häng sie ab. Sonst machst du dir nie einen Namen. Ja, das war... Och, Junge, fahr doch einfach mal mit dir Karre, Junge. Was habt ihr denn hier für einen Grip auf der Straße? Gar keinen wahrscheinlich, ich merk schon. Oh, ich hab mich hier vielleicht ein bisschen in die Cops und ein bisschen in die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Ich hab grad so ein bisschen Schiss, dass ich... Cool. Hey, ich hab grad von einer laufenden Verfolgung gehört. Das bist doch nicht... Doch, ich meld mich. Ich hab unsere Person Markshaft. Nee, Jungs. Wow, mein Spiel leckt gerade voll. Ciao. Ich hätte wahrscheinlich einfach stehen bleiben sollen, wer ist denn damit gewesen? Sichtkontakt zum Zielfahrzeug ist abgerissen. Ja, ernst, Jungs? Ich hätte irgendwie unser Zielfahrzeug verloren. Seht zu, dass ihr es wiederfindet. Wie läuft's da draußen? Lass mich nicht zu lange warten. Oh Gott. Oh Gott, das leckt, glaube ich, gerade wieder ziemlich, ne, oder? Oder? Ja, mit dem Regen ist es hier gerade echt ein bisschen eklig. So. Der Wagen ist weg, also vergesst es. Ich schau mal, ob ich in den sozialen Medien ein paar Rennevents finde, zu denen ich euch stattdessen schicken kann. Ich würde ja bis zu einem Aufgang weitersuchen, aber wie es aussieht, habt ihr andere Pläne. Alter, als ob man im ersten Gang mit 40 fährt. Mein Gott, es sind noch andere Gangschaltungen. So,
Na, fahren wir doch mal hier einfach weiter. Moin, Stoppschild. Unsere erste Verfolgungsjagd ging gleich richtig gut los. Weil ich gleich mal gekonnt alle abgehangen hier. So. Oh, gut. Kann ich hier? Ich kenne eine Abkürzung, Jungs. Ich kenne eine Abkürzung. Oh, da meine ich, das ist vielleicht so ein bisschen. Das kommt dann geht jetzt gerade ein bisschen vorsichtig, weil ich hatte eigentlich keine Lust, dass mir mein Wagen irgendwie abgezogen wurde, dass ich noch richtig Strafe zahlen muss. So.